Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und ja, ihr seht, es ist mal was ganz anderes, was auf meinem Kanal heute kommt. Das hat einen ganz besonderen Hintergrund, denn es handelt sich dabei natürlich, ihr wisst es natürlich, ihr habt es bestimmt auch schon im Titel gelesen, um ein Ping-Pong-Spiel. Um ein Spiel, ich erkläre es einmal ganz am Anfang. Ein Ping-Pong-Spiel bedeutet, dass der Frittenfriseur mir ein Spiel empfohlen hat, was ich spielen soll. In diesem Fall war es eines aus der Pro Cycling Manager Reihe. Konnte ich mal aussuchen, was es war. Hat mir so kurz noch ein paar Infos gegeben. Das war so, aber im Endeffekt war das letztendlich meine Entscheidung, welches Spiel ich davon spielen sollte. Ich habe mich hierfür entschieden, für die Variante 2015, einfach aus dem Grund, weil das Spiel, was älter war, noch teurer war sogar. Habe ich auch nicht verstanden. Die danach kamen, dachte ich mir, ja gut, du willst ja eh nur 5 Folgen machen und dann hat es sich damit vielleicht aber zum Reinkommen gar nicht wirklich schlecht. Denn, und da habe ich es auch gerade schon vorweggenommen, wir spielen 5 Folgen, 20 Minuten von diesem Spiel, roundabout, also ne, nicht auf die Minute achten, aber so, dass wir dann in etwa 20 Minuten hinkommen. Und ja, in Folge 5 werden wir dann nach diesen 20 Minuten noch ein paar Minütchen dranhängen, denn dann dürfen wir entscheiden, was der Frittenfriseur für ein Spiel auf seinem Kanal spielen soll. Auch dann wieder, er spielt 5 Folgen, 20 Minuten und dann in seiner 5. Folge und so geht das immer hin und her. Deswegen Ping-Pong-Game, genau. Und wir spielen, ja, Pro Cycling Manager 2015. Ich muss auch sagen, Tag der Aufnahme ist heute der, was haben wir heute? 22. Frittenfriseur schreibt mir gerade. 22. Mai, denn heute ist der 34. Spieltag der Bundesliga und der 1. FC Köln ist zum Standpunkt jetzt, mein Verein ist zum Standpunkt jetzt in der Relegation. So, es bleibt also sportlich. Das ganze Wochenende ist sportlich. Erste, zweite, dritte Liga. Aber auch hier bei uns auf dem Kanal wird es sportlich. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Also ich gehe hier blind rein. Blind rein ist gut. Und ich grüße auch an dieser Stelle erstmal alle... Winke, winke an alle, die vom Frittenfriseur rübergekommen sind, denn er hat gesagt, er wird es ankündigen, wenn ich das hier spiele. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich habe, klar, bei ihm mal, bei einer Folge durfte ich mal Gastkommentator sein, als es danach ging, darum ging, dass die, ja, dass sie dann in der Nähe von Köln gefahren sind und dann hat er sich gedacht, der Lomdom, der kommt da aus Köln, dann nehme ich den mal als Gastkommentator. Ich selber, keine Ahnung, was mich hier erwartet, deswegen... Prost. Aber das ist auch gar nicht so schlecht, meinte der Fritte, weil vielleicht auch für die Entwickler dann zu sehen, wie geht ein Neuling an die Sache ran, der von den Huten und Blasen, was Radsport hat, ja, überhaupt keine Ahnung hat. Also, ich sag mal plump, ich habe wirklich keine Ahnung und das ist jetzt für mich wirklich Neuland. Und ich mache hier auf jeden Fall mal Einzelspieler. Ich habe schon ein bisschen den Ton ein bisschen runtergedreht. Lautstärke, Geräusche, die Musik könnte vielleicht noch ein bisschen zu laut sein, oder? Ich mache noch mal ein bisschen hier. Ich glaube, das ist besser, da brauche ich nicht so zu schreien. Ist für euch auch besser, dass ich nicht einfach so rumschreie. Das lasse ich mal. Sprache Deutsch, ja. Oh, Schwierigkeitsstufe. Ah, Leute. Ja, was machen wir? Einfach, weil ich Anfänger bin. Bei wichtigen Ereignissen auf normale Geschwindigkeit zurückschalten. Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, ja, bei wichtigen Ereignissen auf normale Geschwindigkeit. Das heißt, es wird wahrscheinlich etwas durchlaufen, durchrushen. Ja, passive Mehrspieler-KI. Passive Mehrspieler-KI. Weiß ich nicht. Einfluss der Fahrerstimmung im Mehrspielermodus ausschalten. Ne, die Stimmung ist ja wichtig. Also Teamsport halt, ne? Variable Bedingungen im Mehrspielermodus ausschalten. Tagesform. Nein. Zufällige Fitness in Rennen. Nein. Wieso sind zufällige Fitness? Die Leute sollen doch... Also, ich kenne das Spiel, wie gesagt, nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt einen Teamsport, einen Mannschaftssport haben, wo Leute sind, die für uns fahren, dass die natürlich auch eine gewisse Fitness haben. Und dadurch müssen wir denen auch sagen, trainier oder trainier nicht. Und dann dürfte das ja bleiben und sollte nicht zufällig sein. Deswegen lasse ich es mal weg. Intro-Videos aktivieren, ja. Wiederholungen deaktivieren, nö. Wahrscheinlich wird es mich abfacken. So, irgendwann, aber ich mache das erstmal so. Laufbahn, Preis, Geld, Koeffizient. Okay. Ja, Sound hatten wir gerade. Dann einmal speichern. So. Man wollte gerade nochmal gucken bei der Grafikkarte. Jo. Volle Möhre, würde ich sagen. Voreinstellung ist Maximum. Das ist gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wasserreflexion. Achso, das ist schon hoch. Sehr hoch geht gar nicht. Hoch und sehr hoch. Interessant. Warum die Wasserreflexion denn nicht sehr hoch sein? Aber egal. So, Datensatz. Ja, habe ich keinen. Deswegen, das war's. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Einzelspieler und gucken mal, was uns erwartet. Aha, Karriere, übernehmen Sie die Kontrolle über ein Team und führen Sie es über mehrere Saisons an die Weltspitze des Radsports. Ja, würde ich sagen, ne? Pro Cyclist, ja, Pro schon mal. Also, schlüpfen Sie in die Rolle eines jungen, frisch gebackenen Profifahrers und erklimmen Sie die Karriereleiter. Ach, das ist auch interessant. Das ist so ein bisschen wie bei, bei den Fußballmanager-Spielen auch so. Da konntest du auch so ein Trainer sein oder Spielertrainer. Du bist dann nachher Trainer geworden und bist dann auch letztendlich dann also eine eigene Karriere für dich gehabt. Das ist auch interessant. Einzelrennen. Wählen Sie ein Rennen, ein Team und los geht's. In diesem Modus können Sie sich sofort ins Renngeschehen stürzen, ohne sich um den Fitnesszustand Ihrer Fahrer kümmern zu müssen. Wäre, glaube ich, ein bisschen lame und auch nicht das, was der Fritte, glaube ich, erwartet. Messen sich in 7 verschiedenen Disziplinen mit den größten, also das ist Bahn, mit den größten Bahnrad, nee, okay. Das ist wahrscheinlich nur so eine Übung, was gibt es hier, ne? Ich würde mal Karriere machen. Übernehmen Sie die Kontrolle über ein Team und führen Sie es an die Weltspitze, ja. Das ist auch interessant, aber da glaube ich, da bin ich noch zu lame für. Ich mache Karriere und dann gucken wir mal. Nachwuchsfahrer, okay. Ah ja. Teams werden nach Divisionen gefiltert, oh Gott. Entschuldigung für die Leute, die alle PCM schon kennen, ob das jetzt ein bisschen lame ist für euch, weiß ich nicht. Aber für mich ist das gerade, ich muss erstmal alles lesen, um zu verstehen, was hier eigentlich vor sich geht. Ist ja klar bei so einem Spiel. Teams werden nach Divisionen gefiltert. Nach Divisionen gefiltert. Standardmäßig sehen Sie die Teams der prestigeträchtigsten Division der SUA World Tour. Die anderen Divisionen können Sie aus der Dropdown-Liste oben links wählen. Hallo? Dropdown-Liste? Muss ich das wegmachen? Ich würde das aber noch behalten, sonst weiß ich gar nicht mehr, was Sache ist hier. Die anderen Divisionen können Sie aus der... Ja, dann... achso. Oh. Es gibt 3 Divisionen. SUA World Tour, Continental Pro und Continental. Oder Continental. Nur Teams der SUA World Tour und einige Teams der Continental Pro nehmen an den größten Rennen der Welt teil, wie beispielsweise der Tour de France. Die anderen Teams sind kleiner und nehmen an den weniger bekannten, aber nicht weniger umkämpften Rennen teil. Also es geht ja um Nachwuchsspieler, würde ich schon gesagt. Nachwuchsfahrer. Über den 4. Eintrag in der Liste Benutzer definiert, können Sie sich ein fiktives Team zusammenstellen. Okay, das heißt, hier oben war das. Jetzt sind wir hier, okay, verstehe, ich muss erst echt durchgehen hier. Wenn Sie das Team zum ersten Mal spielen, sollten Sie ein Team aus der SUA World Tour wählen. Um die Teams nach Stufe zu sortieren, drücken Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Dropdown-Liste. Okay, kann man also filtern, gut. Gut, dieses Tutorial überspringen, deaktivieren Karriere... Was? Deaktivieren Karriere, nö. Okay, okay, verstehe. Hier kann ich die auswählen, Benutzer definiert auch, okay. Ja, da siehst du auch schon, 2 Sterne. Und wenn ich hier hochgehe, haben die dann mal, ja, pickepacke voll. Kann ich jetzt irgendwas nehmen? Irgendein Team wählen? Ist das, wählen Sie Ihr Team aus. Ein deutsches Team, oder? Da gibt es wahrscheinlich noch mehr, ne? Oder das ist nur 1? Aha. Okay. Spanische Movistar. Okay. Team Sky. Warum nicht? Ah, okay. Freie Jugend. Ich weiß ja nicht. Wofür FDJ hier in dem Fall steht. Ja, ich meine das deutsche Team. Aber hier siehst du auch, ach genau, okay. Die Eigenschaften der Einzelnen. Ach guck mal, das sind die ganzen Fahrer von dem Team. Sehr heftig, heftig, schau mal. ZF? Ah, gut, Zeitfahrer, alles klar. Climber, Puncheur, Nordklassiker und Sprinter. Ah, Fritte, warum hast du nicht einen Fußballmanager-Kredenz hier? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich nehme das jetzt mal. Brauche ja gar nicht filtern. Komm, ich nehme das jetzt einfach und dann machen wir mal weiter. Ja. Ich würde mal sagen, ja. Was ist ein Puncheur? Punch, Punch, Punch. Schlag? Schläger? Ist ein Schläger? Finde ich aber nicht gut. Ja. Nützt nichts, wir müssen weiter. Kalendereinstellung. Mhm. Team des Spielers. Oh, Entschuldigung, ich habe mal ein bisschen die Kamera umgestellt. Das Mikro, das gehört jetzt da heran, daher. Sonst steht es immer da, auf der Seite. Ist für mich ungewohnt. Bleibe ich gerne vielleicht was hängen. Tutorial für Anfänger aktivieren. Finde ich gut. Willkommen im Karrieremodus. Ja, alles klar. Machen wir mal. Viel lesen, meine Freunde. Um Ihnen den Einstieg ins Spiel leichter zu machen, zeigen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen, mit denen Sie auch direkt in den Karrieremodus einsteigen können. Weitere Funktionen werden im Laufe des Spiels vorgestellt. Wir beginnen im 1. Januar 2015 als Leiter des Teams Team Giant Alpecin. Das aktuelle Datum wird immer unten links angezeigt. Unten links. Kommt bestimmt noch. Unten links, oben rechts. Hä? Bin ich jetzt die Ecke? Das war doch oben rechts. Naja. Das ist die Hauptseite. Sie kann über das Menü oben aufgerufen werden, indem Sie auf Manager und anschließend auf News klicken. Präsentation im Karrieremodus. Warte, ich muss mal kurz ein bisschen Ton leiser machen auf den Öhrchen. So, dann hört ihr die Musik weiterhin so. Ich muss ja nicht so, schreien. Das Ende des Vertrages mit dem Hauptsponsor ist eines der wichtigsten Ereignisse. Ja, werden wir nicht erleben, glaube ich, ne? Glaube ich nicht. Also 2017. Gut, können wir jetzt erstmal lassen. Vertrauen, okay, haben wir auch. Ist noch alles im grünen Bereich. Hier sehen wir die Sponsorenseite. Ziele, okay. Okay, das müssen wir alles erreichen. Verstehe, damit wir dann letztendlich den Sponsor dann zufriedenstellen. Er weiter den Vertrag verlängert und so weiter und so fort. Sonst heißen wir nachher ganz schnell Team Arbeitslos. So, dann Ausrüster. Klicken Sie jetzt auf registrierte Karte Ausrüster, um Details um den Verträgen zu den Herstellern, Rahmen, Laufrädern und Komponentengruppen zu sehen. Okay. Ja, haben wir alles. Achso, guck mal, Vertragsende alles 2017. Alter, Rahmen, Titan, Laufräder, Mikano. Ich habe keine Ahnung, aber es wird gut sein. Ach, hier haben wir einen Kalender, okay. Ja, warum auch nicht? Finanzen, okay. 1,5, dann ging es runter. Da ist wahrscheinlich irgendwie was gemacht worden. Und dann geht es wieder hoch. Das heißt, wir stehen gerade bei 1,2 oder hier. Hä? Das ist doch eher 1,2 Millionen, oder? Vertue ich mich da. Naja, ungelesene Mails. Nehmen wir die erstmal. Vorbereitung des Kalenders. Es wurde ein Rennkalender über die gesamte Saison für Sie vorbereitet. Sie können auf der folgenden Seite Änderungen darin vornehmen. Planung. Sie können auf der folgenden Seite Änderungen darin vornehmen. Planung. Gut, Sie können den Zeitraum 1. Januar bis 31. März noch bis zum 10. Januar bearbeiten. Verschwenden Sie keine Zeit, wenn Sie für diesen Zeitraum Änderungen vornehmen möchten. Okay, ich kann also Planung reingehen. Gut, gehen wir gleich mal rein. Fahrerziele. Sie haben bis zum 6.1. Zeit, was? 6.1. wahrscheinlich, ne? Um die Ziele ihrer Fahrer für die kommende Saison zu bestätigen. Entwickler von diesem Spiel ist übrigens Cyanide? Sind das Franzosen? Ich weiß es nicht. Deswegen könnte vielleicht mal so Übersetzungsfehler oder so, hier so Datums... ist ja nicht das deutsche Datum, was hier steht, ne? Also das ist die deutsche Schreibweise, meine ich. Sondern ist ja irgendwie die englische. Also auch nicht die englische. Das ist ein Mischmasch, glaube ich, ne? Oder wie auch immer. Hier oben ist richtig. Also da fehlt da ein Punkt. Na gut. Sie können die Ziele auf der Seite Ziele, ja, ist klar. Okay. Sportlicher Leiter, okay. Aha, wir heißen Sie herzlich willkommen im Team. Unser Sponsor hat sehr viel Geld investiert. Ah, schön, der Druck steigt. Damit wir Teil der SUA Pro Tour sein können, deswegen SUA, ne? Cyanide. Wahrscheinlich. Hier werden die besten 17 Teams der Elite-Veranstaltungen zusammengebracht, aber der Sponsor erwartet von Ihnen natürlich auch gute Resultate. Viel Glück. Werde ich brauchen. Glück ist das, was ich hier brauchen werde. So, Ziele, gucken wir mal. Ja. Curvis Roy, das sind unsere Fahrer. Das sind ihre... Ach komm, hallo? Kann ich nicht einfach hier so... Kann ich nicht, ne? Achso, dann kommen direkt. Achso, ich muss hier drauf gehen. Okay, das ist schon blöd gemacht, dass ich dann hier drauf gehen muss. Das sind die Entwicklungen des Teams, des einzelnen Fahrers. Wie kann ich denn... Ich muss ihm Ziele hinzufügen, kann das sein? Oh, Was habe ich jetzt gemacht? Verdammt. Steuerung Z. Geht nicht. Ich habe... Woher weiß ich denn jetzt, dass der da fährt? Oh Gott. Ich bin schon verwirrt, Freunde. Geht schon los. Rechtsklick hat keine Funktion. Was ist das? Sie können diesen Fahrer keine weiteren Ziele hinzufügen. Okay. Kann ich das Ziel dann entfernen? Hallo? Wie kann ich das Ziel entfernen? Das hier? Nee. Hä? Geht das gar nicht mehr? Habe ich mich jetzt verklickt und das war's? Ah, Minge. Minge, Minge. So, erstmal gucken hier. Ach, die Ziele sind gleich. Nee, sind nicht gleich. Der hat doch gerade gesagt, ich kann keinen... für diesen Fahrer nichts mehr hinzufügen. Achso, ich muss den auswählen. Und dann kann ich für den was hinzufügen? Auch nicht. Schwierig. Okay. Das sind mal... Ach so, alles klar. Guck mal, Team. Ah, jetzt verstehe ich es. Oben ist halt... Ja, genau. Und wenn ich hier alles fertig habe, dann gehe ich auf weiter. Gut, okay. So, das ist mein... Um mir einen Rennkader anzusehen oder zu ändern oder um die verschiedenen Rennen zu planen, an denen Ihre Fahrer während der Saison teilnehmen, öffnen Sie die Listseite Planung im Menü Team. Mhm, das ist dieses welches. Ja. Menü. Achso, auf dieser Seite sehen Sie alle Rennen, an denen Sie Ihr Team teilnehmen kann. Markierte Rennen sind bereits Teil Ihrer Planung. Heidewitzka. Okay. Der Kader ist in 4 Phasen unterteilt. In jeder Phase gibt es... Der Kalender ist in 4 Phasen unterteilt. In jeder Phase gibt es eine Frist für Änderungen. Beispielsweise haben sie eine... Ja, das habe ich ja eben gelesen, dass es Fristen gibt. Klicken Sie auf die Schaltfläche. Links neben dem Namen. Rechts neben dem Namen. Da ist der Name... Nochmal. Wenn Sie das Rennen zu Ihrer Planung hinzufügen möchten. Hä? Was? Ich wollte da nochmal kurz hier draufklicken, verdammt. Also das Tutorial ist ein bisschen blöd, das zieht mich richtig durch und ich will eigentlich hab wieder vergessen, was am Anfang war. Gut, klicken Sie jetzt auf den Reiter Fahrer. Also öffnet sich, okay. Dann machen wir das. Alter Falter. Was mache ich jetzt? Rennen, an denen Sie teilnehmen, werden im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt. Die 2 Ziffern rechts neben dem Rennen zeigen die Anzahl der momentan angemeldeten Hubidubis Fahrer und die maximal mögliche Anzahl an Fahrern. Wenn der Text rot ist, ist die Mindestanzahl nicht erreicht. Ja. Mhm. Spiel-KI füllt das Teilnehmerfeld am Renntag auf, um die Mindestanzahl zu erreichen. Das ist doch nett. Komm, da brauche ich ja nichts machen hier. Da brauche ich immer nur auf Weiterklicken hier oben. Ja. Wie weiß ich denn, was für ein Rennen wir fahren, was für eine Voraussetzung da sein muss und wie meine Fahrer dafür geeignet sind? Das ist noch so, das sind noch so ein paar Punkte, die noch wichtig sein könnten. Im unteren Bereich werden die individuellen Planungen, wo sind wir denn jetzt hier? Team, Planung und dann Fahrer, okay. Im unteren Bereich werden die individuellen Planungen ihrer Fahrer angezeigt. Die Hintergrundfarbe ist wichtig, denn sie zeigt den Fitnesslevel. Ah ja, Hintergrundfarbe ist wichtig. Das ist doch das Fitness hier. Fit. Fit for fun. Ist der Hintergrund grün, ist der Fahrer in Topform. Ist der rot, ne? Kennen wir ja. So, das ist klar. So, dann haben wir, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Namen des Fahrers, um Detailinformationen einzublenden und zu erfahren, wie zufrieden der Fahrer mit der Planung ist. Okay. Fitnesskurve grün, aber ich verstehe nicht, hier ist das eine unterdurchschnittlich. Oh, die sind alle nicht so geil, ne? Vor allem individuelle Planung. Das würde ja heißen, dass der unterdurchschnittlich, aber der hat doch viel grün. Was ist das denn? Die Planung für ihn ist noch fit zu kriegen, oder was? Oh my goodness. Okay, das ist ein Sprinter. Der Niklas... Nee, Niklas Arndt. Das ist ein Vorname, den habe ich noch nie gehört. Aber gut, Sprinter. Wenn ich wüsste, dass das Rennen jetzt, was wir uns bevorsteht, ja, Sprinter bedarf, dann würde ich ihn auf jeden Fall bringen. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Also 20 Minuten sind schon rum. Ich mache ein kleines Folgenpäuschen. Ja, Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Falls dir diese Folge schon mal gefallen hat, das war so ein leichtes Reinkommen für mich, aber wenn dir diese Folge gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, abonnieren, Glocke aktivieren, dann bekommst du nämlich sofort Bescheid, wenn die neue Folge online ist. Und dann schauen wir uns mal die ganzen Sachen an und ich hoffe, dass wir dann auch nochmal das erste Rennen sehen und dass ich meine Fragen, die jetzt noch in meinem Kopf sind, dann gelöst haben werde. Also, in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt sportlich. Ciao.